Pfad wird dich prüfen, dich dazu zwingen, den Schmerz zu überwinden. Die Angst, das Versagen. Bis du eins wirst mit dem Killer selbst. Denk immer daran, Zögern kann genauso gefährlich sein wie ein Feuer. Doch vertrau dem Pfad, den du gewählt hast. Und er wird dich beschützen. Sogar in der Dunkelheit. Du musst nur zuhören. Also höre zu. Ich habe mich natürlich selbst über meinen Fehler tierisch geärgert, weil ich, vielleicht um das auch mal klarzustellen, weil hier ein paar Fragen aufgekommen sind, das Weihnachtsgeld, was ich von meiner Partei bekommen habe, also nicht von Dritten, anders auch bei Maskengeschäften, in all den Jahren immer korrekt versteuert habe. Das ist hier gerade auch ein bisschen durcheinander gegangen. Aber in dem Moment nicht auf dem Schirm hatte, dass ich das Weihnachtsgeld meiner Partei auch an den Bundestagspräsidenten melden hätte müssen. Erst wird sie gehypt und dann kommt immer mehr ans Licht, was für eine hohle Nuss sie überhaupt ist. If he doesn't change by 360 degrees, no. Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht, dann will ich das auch halten, egal was meine deutschen Wähler denken. Aber ich muss den Menschen in der Ukraine etwas liefern. Es ist eine Reihe von technischen Fehlern. Nichts davon ist jetzt wirklich, wo man sagen würde, um Gottes Willen geht gar nicht. Aber es beschleicht sich so der Eindruck, vielleicht kann sie es einfach nicht. Vor allen Dingen die wirtschaftliche Situation in der Ukraine im Auge haben. Das heißt, eine wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine, das ist für mich auch eine der entscheidenden Maßnahmen, ganz deutlich von deutscher Seite zu machen. Wir sind sowohl mit Blick auf finanzielle Unterstützung als auch wirtschaftliche Unterstützung ganz eng an der Seite der Ukraine. In den nächsten Jahren die Folgen für mein eigenes Land, aber auch, was sind die Folgen für mein Nachbarland oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt. Oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt. Wie alles begann. Wenn alle so bei 25% stehen, dann ist das nicht mehr große Koalition wie zu anderen Zeiten. Die haben jeweils miteinander irgendwie 75% im Bundestag oder sogar eine Zweidrittelmehrheit, wo sie einfach machen können, was sie wollten. SteuerzahlerInnen. Und der Steuerinnenzahler. SteuerzahlerInnen. Und der Steuerinnenzahler. Deutschland hat pro Kopf Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Bangladesch. Das ist 10-mal mehr als Bangladesch zum Beispiel hat. Über die Osterferien hätte man die ganzen Maßnahmen wie Desinfektionsmittel in jedem Klassenraum, Toiletten sind nicht erst seit gestern marode in Schulen angehen können. Wir hatten, man vergisst das so schnell, vor einem halben Jahr Thüringen, da standen wir kurz davor, dass ein Nazi, dass jemand, der nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, in einem unserer Bundesländer zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Dieser Moment hat mich erschüttert. Ich glaube, der hat wahnsinnig viele Menschen in diesem Land erschüttert. Selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Fragen wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich recycelt werden? Wir greifen auf das Herzstück dieser Demokratie. Und das hat leider sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass im Netz gehetzt werden kann, ohne jegliche Konsequenzen. Europa hat jetzt zum Glück Ende des Jahres gerade ein Digital Services Act, also ein Regulierungsvorschlag gemacht. Wenn wir nur auf die Grundschauen schulen bis zu den Sommerferien, das Land hält zusammen. Wie kann man nicht emotional sein? Emotional. Weil wir konnten es nicht voraussehen. Wir wussten auch nicht, wie das ist, in einen Lockdown rauszukommen, reinzugehen und vor allen Dingen sicher wieder rauszukommen. Du musst nur zuhören. Also höre zu.